Willkommen in Havanna. Okay, das ist genau das, was wir erwarten, wenn wir um die ganze Welt reisen. Kuba, oder besser gesagt Havanna, ist wirklich eine andere Welt. Als komplett anders. Alles andere, was wir bis jetzt gesehen haben. Man hat das Gefühl, man hat eine Zeitreise hinter sich. Viene quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante aplauso Che Guevara. Ein Sprung in der Zeit zurück. Also schon nur, wenn ihr das Auto anschaut. Also all die Autos, die man hier sieht, das ist wie aus einem grandiosen Mafia-Film. Die Stadt hat ihren eigenen Geschmack. Havanna, Parfüm, das schmeckt. Sehr lieb ausgedrückt, ja. Ganz viel Abgas. Das kann recht heftig sein, vor allem glaube ich, wenn man es sich nicht gewöhnt ist. So wie wir mit der Schweizer Bergluft direkt in Havanna Stadtfeeling. Neben den grandiosen Autos gibt es auch pompöse Bauten. Wow! Aber natürlich auch die nicht in den besten Zeiten, sondern die haben ihre besten Zeiten hinter sich und bröckeln. Die Farben blättern ab und die Fenster fallen ab. Also es ist wirklich. Es ist wie. Ja. Auch nie restauriert oder schön gehalten worden, sondern alles einfach so, wie es damals war. Akustisch, also das Erlebnis geht weiter, auch akustisch. Das ist unglaublich, aus jeder Gasse kommt Musik. Irgendwie Musik. Und jeder, man hat das Gefühl, jeder kann singen. Wir haben dann irgendwann festgestellt, das kann nicht jeder singen. Aber man singt einfach gerne hier immerhin und man tanzt gerne. Und das ist nicht etwa Musik aus den Boxen, sondern Live-Musik, die wirklich an jedem Strassenecke und in jedem Restaurant gespielt wird. Es gibt eine richtige Lebensfreude hier und man spürt es auch bei den Kubanern. Manchmal liebe ich meinen Mann schon. Jetzt hat er doch tatsächlich einfach einen Kubaner mit einer schönen Frisur gefragt, ob er ihm zeigt, wo das er hier geschnitten hat. Es ist extrem heiß hier in Havanna. Da muss ich meinen Pelz weg. Das machen wir jetzt so richtig Kuba-Style. So, das war's gesehen. Ich sehe glaube ich ein bisschen südländischer aus, ein bisschen geschniegelter als sonst. Vor allem verschälter. Schau mal, wie verschält das dir in die Hand wäre. Mami, ja. Das geht zum Glück wieder raus. Also mit diesen PCs, die hier normal arbeiten, das ist glaube ich der erste PC, den ich jemals gesehen habe, den wir jemals hatten, als ich noch ein kleiner Bub war. Und die sind immer noch täglich mit denen am Arbeiten. Man kann es kaum glauben, aber wir stehen hier in einem Supermercato am Abend. Also am Abend will man in Kuba, Havanna, nicht in den Supermarkt, weil der ist leer. Er ist leer. Also jedes einzelne Regal ist leer geräumt. Es hat einfach nichts mehr. Das Einzige, was es noch hat, ist Tabakzigaretten. Und das ist einfach leer. Also, was man immer findet, ist Rum. Und Tabak. An dem fehlt es nicht. Das ist das Wichtigste hat man. Also, wenn wir in Havanna sind, müssen wir sicher noch mit so einem Cabriolet durch die Stadt fahren.
Chevrolet 1951. Sag mal, richtiger Stil, fahren wir. Du hast Chevrolet 1951. Hammer, oder? Original 1951, wo ich merke. Und ich glaube auch nicht renoviert sind. Das ist eigentlich die perfekte Stadtführung. Wie man sieht eigentlich alles. Er hat auch den richtigen Geschmack von Havanna mit dem Abgas. Und man hat einen kühlen Fahrtwind, der einem das Ganze aushaltbar macht. Und mit diesem Gabriolet fahren wir jetzt im Feuer oben und beenden unsere Zeit in Havanna. Morgen geht es nämlich auch schon weiter, dann sind wir in Trinidad. Wir fahren dort mit dem öffentlichen Verkehrsmittel dorthin. Mal schauen, ob wir ankommen. Und falls wir es schaffen und falls wir Internet finden, melden wir uns dann wieder von Trinidad. Bis dann, unsere gute Fahrt, eure gute Zeit. Ciao zusammen.